Hallo und willkommen zum neuen Video. Ja, schon lange nichts mehr von mir gehört, aber es geht bald los. Und weil von euch ein paar gefragt haben, wie es mit den RX Plus aussieht, mit dem Langzeittest, ob ich immer noch zufrieden bin, habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein kleines Video dazu und erzähle euch, wie meine Erfahrungen so sind. Ich weiß halt nicht, ob man vom Langzeittest sprechen kann, denn ich habe die Bissanzeiger seit Anfang 2019 gehabt, also ein Jahr gefischt, und ich war ungefähr zwischen 30 und 35 Nächte draußen. Das heißt, ja, es war auch nicht sonderlich viel. Nun ja, trotzdem möchte ich meine Erfahrung mit euch teilen und mal erzählen, was mich so an den Bissanzeigern stört oder auch nicht und was mir so gefällt. Ja, starten wir vielleicht mal mit dem meistgefragten Thema an, nämlich die Reichweite. Nun ja, die Reichweite habe ich nicht genau in Metern gemessen, nicht getestet. Für meine Verhältnisse war es total ausreichend. Vielmehr kam es mir zum Beispiel darauf an, dass die Reichweite, dass der Funk stark ist, das heißt, durch Hindernisse durchgeht. Zum Beispiel, wenn ich mal in meinem T4 schlafe, dass der Funk genau ankommt. Das war zum Beispiel bei den Delkim nicht der Fall. Oder sei es ein Hang oder viele Bäume, Büsche und so weiter. Da funktioniert es mit den RX Plus sehr gut. Vor allem auch, die gehen durch den Damm durch, also der Funk überträgt das sehr sauber, auch wenn zum Beispiel ein Damm dazwischen ist. Genau an dieser Stelle hatten wir mal die Carp Sounder getestet und die haben es nicht geschafft, also nicht die neuen, sondern die davor, die Vorgänger, die Rock, glaube ich, heißen die. Die ATTS haben wir getestet und Delkim. Ja, das war alles so nicht so berauschend, aber wie gesagt, die RX Plus haben es geschafft. Mit dem Funk bin ich sehr zufrieden, bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Alles sehr gut. Nun ja, kommen wir vielleicht zum Batterieverbrauch. Ich habe Anfang 2019 hier in die Bissanzeiger die Batterien reingemacht und seitdem sind sie drin. Ja, und wie man sieht, funktioniert immer noch. Bei dem Funk gibt es ja die Leuchtdioden und da kann man gleich mal schauen, wie viel wir verbraucht haben. Also wenn alle vier grün aufleuchten, dann sind die Batterien voll. Jetzt schauen wir mal. Drei Balken, das heißt sehr gut. Was ich dazu sagen will, ich habe hier wirklich die billigsten Batterien drin. Ich glaube, das waren die gut und günstigen Batterien. Von daher können wir von einem sehr guten Batterieverbrauch sprechen. Wieder einen Daumen nach oben. Was mir aber aufgefallen ist, ist bei den Bissanzeigern das quietschende Schnurlaufrädchen. Das ist also echt grausam, aber ja, nach einer Weile hat es mich nicht mehr gestört, aber wenn man das zum ersten Mal hört, da denkt man echt, das sind irgendwelche 10 € Bissanzeiger. Und wenn man hier noch die Oberfläche von den Bissanzeigern sich betrachtet, naja, die scheint wirklich, das ist ganz normales Hartplastik und mir kommt es so vor, als ob man hier schneller Kratzer reinbekommt, obwohl ich wirklich mit den Bissanzeigern sehr gut umgegangen bin. Aber nun gut, das stört mich recht wenig, denn ich will einen gut funktionierenden Bissanzeiger und kein Schönheitsmodell. Vielleicht blende ich euch mal jetzt hier mal eine Szene ein, wo halt ein Fisch beißt und wo man das Quietschen richtig laut durchhört. Hört mal. Grausam, oder? Also auf dem Bild kommt das nicht so rüber, aber im Live, da hört man das schon sehr, sehr deutlich. Also, ja, ich habe auch schon mal jemanden bei YouTube gesehen, der den kompletten Bissanzeiger auseinandergenommen hat und das Schnurlaufrädchen
eingefettet hat, aber das werde ich nicht tun. Damit kann ich mich abfinden. Also das ist auch nicht nur bei mir, bei den Bissanzeigern. Auch wenn ihr zum Beispiel andere Videos schaut, zum Beispiel von Fox oder sowas, da hört man das auch sehr deutlich. Nun gut, ja, an den Bissanzeigern kann man alles verstellen, was man so braucht. Ob man es braucht, ist die andere Sache. Man kann die Dioden verstellen, rot, gelb, blau, weiß und was nicht alles gibt. Dann die Helligkeit von den Dioden kann man verstellen, Sensibilität, Lautstärke und Tonhöhe. Wirklich alles, was man so braucht an Spielereien. Von daher, von meiner Seite gibt es wirklich nichts Negatives, außer die zwei kleinen Punkte, die mich aber recht wenig stören. Ja, manche haben auch geschrieben, dass die Verpackung echt lächerlich sei. Man hätte sich ein Case gewünscht, aber bei mir sind die Bissanzeiger so montiert, entweder auf dem Buzzerbar oder auf den Banksticks. Von daher, ich mache die Schutzkappe drüber und fertig. Da passiert nichts, das sind Gebrauchsgegenstände, da müssen die nicht wirklich da in das Case. Und das Case kommt noch in eine Tasche und die Tasche kommt in noch eine extra Tasche. Nee, das ist nicht mein Fall. Die kommen einfach in die Tasche rein und fertig. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es unter die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder, denn es geht bald los. Die Tage werden länger, die Sonne kommt öfter raus und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.